Wir spielen gegen Ambivalent 1774. Und jetzt ist hier mal Schluss mit lustig. Müssen sich auf alte Stärken besinnen. Das, was gut funktioniert hat in der Vergangenheit, kann ja nicht ganz falsch gewesen sein. Gucken wir mal. Ein Giant Specialist ist interessant. Speed ist aber auch ganz interessant. Ich meine, die Balls mit den Fangs sind halt doof. Hier könnte ich auch theoretisch den Marksman Specialist nehmen. Und mit dem reinpushen. Den kann man natürlich auch defensiv spielen. Er wird hier aber pushen wollen, denke ich. Vielleicht lassen wir ihn aber einfach. Oder? Warum sollen wir ihn nicht einfach machen lassen? Ich stelle ihn mal so hin. Und dann nehmen wir Crawler hinzu. Und dann lassen wir die Crawler... Schauen wir mal. Lassen wir die Crawler da so reintappeln. Stellen wir uns vielleicht so auf. Hier so ein bisschen verteilt dazu. Wie machen wir es? So. Okay, und dann pushen wir hier rein. Dann soll er den Tower kaputt machen. Wir werden mal sehen, wie er es macht. Oh, er steht direkt hier vor mir. Das ist ja was. Aber die Crawler kommen noch fast rechtzeitig. Und wenn man die Tanks so positioniert, wie sie hier gerade positioniert sind, dann sind sie gut positioniert gegen Steelballs. Und sie sind aber auch ein bisschen besser im Chuff-Clear, ja, weil sie nicht so einen Overkill verursachen. So, den bitte noch rausnehmen. Dann haben wir hier sogar ganz okay abgeschnitten im Headbutt-Szenario, hätte ich mal gesagt. So, was war ich jetzt für ein Specialist? Marksman Specialist, genau. Also, ein bisschen doof, dass ich jetzt hier keine S-Man auswählen kann. Aber das passt so schon. So, Subsidized Steelball ist natürlich übel. Das ist alles recht interessant. Ich werde aber hier skippen. Und ja, wir brauchen hier einfach noch ein bisschen mehr Schaff dann dazu. Wo stellen wir diesen Marksman auf? Das ist die große Frage. Wahrscheinlich sogar hier hinten noch mit hin. Ich könnte jetzt auch einfach noch mehr Tanks spielen. Das wäre eine Möglichkeit. Tanks und Schaff brauchen wir. Also ich kann mich hier auch ganz breit aufstellen, theoretisch. Können das mal so machen, dann kann der vielleicht hier hin. Dann packen wir nochmal Crawler hinzu. Einmal hier eine Fuhre. Und... Dann holen wir noch einen dazu, der das ein bisschen mit schützt, aber auch hier mit, also hier ist ein bisschen Flankenschutz und der kommt hier mit rein, dann soll den ein bisschen beschützen. Vielleicht stellen wir den sogar einen Ticken weiter zurück. Da bin ich ein bisschen empfindlich, was den angeht. Und gucken wir mal. Okay, packt hier was hin. Sollten die Crawler aber abbiegen. Und da müssen wir uns noch ein bisschen verteilen. Mal sehen, wie wir es machen. Ja, er stellt nämlich hier Crawler hin. Mal sehen, wie das für ihn klappt. So, und der starke Marksman sollte jetzt relativ schnell auf diese Level 2 Balls gehen. Ja, es klappt. Nur hier holt er mir den Tower relativ flott. Ist ein bisschen doof. Hier komme ich ganz gut durch. Jetzt müssen die Tanks hier schnell wenden und Chef beschützen. Aber er ist auch hier an dem Tower dran. Frage, ob ich bei den Tanks hier tatsächlich bleibe oder ob ich
ein bisschen switche auf was anderes. Also bezüglich des Shuffleers finde ich die Tanks ganz gut. Und dann würde ich eigentlich Boote mit Ground Cannon dazu nehmen. So knabbert, meine Freunde. Additional Deployments ist natürlich eigentlich auch ganz gut. Hier könnte ich auch nochmal Tanks hinstellen mit Deployment halt. Tech Research. Auch gut. Ich glaube, ich bleibe hier bei den Tanks tatsächlich. Stell die hier so davor. Hier können wir auch nochmal welche aufstellen. Können wir sogar so machen. Und schön wäre hier eigentlich natürlich, wenn ich ein schnelles Mech-Rage ausgeben könnte. Hier Level 2 Crawler machen, rechnet sich, glaube ich, auf jeden Fall. Was machen wir mit den restlichen 50? Ich glaube, da machen wir nichts. Er hätte auch Redeployment. Das heißt, er kann ja auch noch irgendeinen Unfug machen. Ich frage, ob wir die so ein kleines Stückchen zur Seite stellen. Ich denke, die oben hier mal wegzubomben, ist, glaube ich, gibt mir ein bisschen Momentum zurück. Na, okay. Vor allem, da er das macht. Oh, Arclight, das war hier direkt da drauf. Mustangs dazu, interessanterweise. Und da renne ich aber hinten mit meinen Level 2 Crawlern so ein bisschen vorbei. Holt aber wieder den Tower. Ich meine, fast gegen alles, was er hat, sind halt normalerweise die UFOs ganz gut. Aber eigentlich möchte ich hier viel lieber Boote spielen mit Ground Cannon, weil ich glaube, dass wenn ich die Balls schnell genug beseitigt bekomme, muss ich vor den Mustangs und so weiter auch keine große Angst haben. Guck mal, was wir hier bekommen. Oh, Firebatcher sind auch sehr interessant, weil er recht Crawler-heavy ist. Ich glaube, die muss ich nehmen. Ich bin ja natürlich auch Crawler-heavy, deswegen muss ich mir so ein bisschen überlegen, ob ich hier Napalm ausgebe oder nicht, ja. Der Tech bietet sich hier trotzdem noch an. Das heißt, hier möchte ich dann eigentlich eher mit Fangs arbeiten. Die dann hier mit nach vorne wackeln. Stelle ich mal hier mit hin. Wir warten mal noch den nächsten Unit-Drop dann ab. Mal gucken, ob er sich hier für die Rhinos entscheidet. Nein, für Fangs! Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich Mustang spielen. Eieiei.
Problem ist nur, dass er dann höchstwahrscheinlich der Fortress zuholen wird. Wäre so mein Gedanke. Dann bräuchte ich halt wieder was dagegen. Das heißt, ich bräuchte dann wahrscheinlich dagegen auch wieder Boote. Fortress bieten sich für ihn halt an, um auch gegen meine Tanks hier klarzukommen, ja. Okay, jetzt hat er sogar noch Assault Fang. Javelin ist es auf keinen Fall. Ich könnte mit Schilden arbeiten. Advanced Shield Specialist. Einfach hier Schilde stellen. Ist natürlich gegen seine Balls immer ein bisschen unangenehm. Aber möchte ich hier sonst was anderes? Davon eigentlich nicht wirklich. Okay, Melter will ich da aber eigentlich auch nicht reinspielen. Wie gesagt, ich glaube, ich muss da mit Booten arbeiten. Und Ground Cannon. Wäre zumindest der Plan. Jetzt machen wir mit denen hier trotzdem mal weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob ich aus denen rausverkaufen möchte. Ich denke, ja. Können wir eigentlich schon mal machen. Andererseits sind sie aktuell mein einziges Anti-Air. Das heißt, anstatt rausverkaufen, werde ich sie hier tatsächlich tecken. Gucken wir mal. Und soll er jetzt ruhig mit Fortress hier anfangen? Spielen wir die noch mit dazu. Stehen sie hier und laufen damit vorne. Okay, jetzt weiß ich, aber jetzt kann ich eventuell doch Melter hier dann hinstellen. Ich denke, ich habe genügend Anti-Chaff. Also richtig Boote finde ich da auch nicht toll. Andere Möglichkeit ist auch immer sowas wie eine War Factory zu spielen, beispielsweise. Da hätte ich tatsächlich nur ein bisschen Bedenken, dass er auf seinen Fenstern Ignite spielt. Okay, und da ist der Melter. Theoretisch könnte ich jetzt auch die Richtung gehen, aber ich denke, da nehme ich auf jeden Fall den Melter. Den muss ich auch mit Reichweite gleich ausstatten. Ich wäre auch ein Tech-Specialist. So, und dann stellen wir gleich noch an andere Stellen welche mit hin. Ich denke, wir nehmen gleich zwei. Dann packen wir hier noch einen mit hin, hätte ich gesagt. Hier oder hier? Schwierig zu sagen. Machen wir mal hier. Und hier kommt auch einer hin. So, jetzt hätte er eine Rakete, um verschiedene Sachen rauszunehmen. Ist aber, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Ich glaube, wir können ihn hier relativ schnell finishen. Indem wir einfach hier sehr solide hintere Schilde setzen. Ja, wir müssen ein bisschen darauf aufpassen, dass die Balls halt nicht auf die Schilde gehen. So. Und jetzt nehmen wir eigentlich noch relativ schnell Chaff raus. Braucht man eigentlich gar nicht unbedingt. Ich meine, ich kann selbst das hier wegbomben. Falls das funktioniert, ist es extrem stark. Und ich glaube, dass es dann eventuell sogar schon für uns hier reicht. Schauen wir mal. Oh, hier ein Boot. Das ist dann natürlich auch immer ein Play von ihm, aber das steht hier jetzt komplett nackig. Bedeutet, das kriegt der Melter hier raus. Und die Schilde sind natürlich, da sie auch gebufft wurden, wieder ein großes Problem für die Tanks. Aber wenn man Melter dahinter hat, ist das alles kein Problem. Ja, und die Melter sind hier sehr schön schnell auf den Fortress drauf. Wunderbar. Oh, da unten kommen noch Wespen. Sind aber ganz harmlose. Das heißt, da wird das Schild hier sogar reichen. Ist ja auch ein verstärktes Schild. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob es hier reicht. Und es
sollte. Jawohl, endlich mal wieder hier ein solides Spiel. Jetzt gucken wir mal noch, wie viele Punkte es hier gegeben hat. 16 Punkte und jetzt hier bei 1870. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.